Der Club Talk exklusiv auf Frankenfernsehen und CFTV. Alle Neuigkeiten vom 1. FC Nürnberg. Gute Unterhaltung und viel Spaß. Also herzlich willkommen, Tom Kraus. Wie groß war denn die Erleichterung nach dem Last-Minute-Sieg in Karlsruhe? Ja, die Erleichterung war sehr groß. Das war natürlich ein Glückstor auch, muss man sagen. Aber ja, wir haben uns alle enorm danach gefreut, haben uns auch gleich im Kreis eingeschworen, dass wir jetzt so weitermachen wollen gegen Braunschweig. Und ja, also die Freude war auf jeden Fall sehr groß nach dem Sieg. Konnte die Mannschaft denn den Schwung und die gute Stimmung jetzt auch mit in die Trainingswoche nehmen? Ja klar, die Stimmung ist auf jeden Fall gut, aber wir wissen, wir wollen genauso arbeiten wie jetzt in den letzten Wochen, sehr hart. Ja, wir haben jetzt viele, viele Formen gehabt, 4 gegen 4 und so, wo wir die Mentalität nochmal gestärkt haben, was auch jetzt wichtig ist, nochmal gegen Braunschweig oder allgemein in jedem Spiel. Und deswegen haben wir die Stimmung auf jeden Fall mitgenommen. Nach dem St. Pauli-Spiel, nach der Niederlage, gab es auch eine Aussprache mit dem Trainer. Haben auch die älteren Spieler da mal das Wort ergriffen? Ja, klar. Also beispielhaft der Kapitän Enrico Valentini hat uns alle zusammengeholt, hat gesagt, was jetzt wichtig ist in den nächsten Wochen und hat auch mal gefragt, was wir so empfinden. Und ich finde, die Aussprache hat sehr gut geholfen und Also viele, viele erfahrene Spieler haben auch dabei geredet, ja. Warum schafft es die Mannschaft noch nicht, die Leistung so konstant abzurufen, dass man auch wirklich regelmäßig punktet? Schwer zu sagen. Also sagen wir so, wir nehmen uns das vor jedem Spiel vor, konstant zu spielen. Aber es kommt dann halt auch im Spiel drauf an, wie sich das Spiel da auch einfach entwickelt. Und ja, wir können uns das selber noch nicht, sagen, warum wir noch nicht so konstant sind. Aber wir wollen es auf jeden Fall in den nächsten Wochen hinkriegen. Jetzt ist ein kleines Punktepolster angefressen worden, nach unten. Merkt man das? Kann man ein bisschen ruhiger arbeiten aktuell? Ja, was heißt ruhiger? Wir konzentrieren uns einfach von Woche zu Woche. Und unser nächstes Spiel ist Braunschweig und da ist unser Ziel zu gewinnen. Das ist ganz klar und weil es einfach auch ein 6-Punkte-Spiel ist. Und deswegen konzentrieren wir uns da jetzt einfach auf Braunschweig und ja. Kommen wir mal zu dir. Du gehörst zu den absoluten Stammspielern und Leistungsträgern im sehr frühen Alter. Wo siehst du bei dir aber eventuell noch Entwicklungspotenzial? Ja, also Entwicklungspotenzial sehe ich bei mir noch mit Ball. Da habe ich noch ein paar Schwierigkeiten, aber ich finde, das ist auch normal in dem Alter noch. Ich lerne viel, auch im Training. Wenn ein Trainer mir sagt, was ich noch besser machen soll, bin ich der Erste, der auch was verbessern will. Das will ich dann auch im Spiel umsetzen und das sehe ich noch ein bisschen meine Schwäche, aber bin sehr optimistisch, dass es in den nächsten Wochen wieder, also dass es da besser klappt. Aber positiv kann man auf jeden Fall deine sehr aggressive Spielweise bewerten. Hast schon 6 gelbe Karten gesammelt. Ist es auch diese Spielweise, die eigentlich deine Hauptstärke ausstrahlt? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe das, Gegnern auf den Sack zu gehen, sage ich mal. Auch mal ein Zeichen zu setzen, wenn es mal nicht läuft, dann nehme ich halt eine gelbe Karte in Kauf. Würde da schon sagen, dass es so meine Stärke ist. Und deswegen will ich beides optimieren und deswegen gehört auch dabei mit Ball dazu, sage ich mal. Und deswegen will ich das einfach noch optimieren. Tom, wie wichtig ist der Trainer für dich? Wie wichtig ist Vertrauen für dich, was du ja vom Trainer bekommst? Ja, sehr wichtig. Ich denke mal, jeder Spieler braucht Vertrauen vom Trainer und dadurch wirst du dann immer besser, holst dir Selbstvertrauen und bin da auch sehr froh drüber, dass er mir das Selbstvertrauen gibt in dem jungen Alter und will das mir natürlich auch jede Woche auf dem Platz wieder zurückholen. Ist der Club, ist der 1. FC Nürnberg eine harte Schule für dich? Also du hast jetzt Höhen miterlebt, du hast Tiefen miterlebt. Beschreib das mal ein bisschen. Ja, ich habe in der Saison auf jeden Fall schon viel miterlebt. Als junger Spieler ist es erstmal ungewohnt, aber man muss sich auch dran gewöhnen und das habe ich jetzt auch. Wie gesagt, ich bin sehr froh hier zu sein. Ist ein toller Club und freue mich einfach jede Woche auf dem Platz zu stehen für den 1. FC Nürnberg. Haben sich denn deine Erwartungen erfüllt? Ja, auf jeden Fall. Vor der Saison habe ich mir Ziele gesteckt. Die haben sich jetzt sogar schon übertroffen. Und also ich bin rundum zufrieden, muss ich sagen. Gehört zu deinen Zielen auch eventuell dein erstes Saisontor? Ja, das höre ich mir fast jede Woche an, auch von dem Trainer. Vielleicht kommt mal das erste Tor. Natürlich ist das ein Ziel irgendwann, aber für mich steht immer jedes Spiel im Vordergrund, erstmal das Tor zu verteidigen.
und dann vielleicht mal so ein Schuss wie gegen Würzburg oder so, der fast drin war, kommt dann irgendwann mit der Zeit, aber für mich steht erstmal im Vordergrund, dass ich das Tor verteidige. Also die Basics sozusagen. Ja. Hast du dir schon mal Gedanken über deine Zukunft gemacht? Die zweite Liga? Nein, gar nicht. Ich bin im Hier und Jetzt. Ich bin froh, hier zu sein. Was in 1-2 Jahren ist, darüber mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Und deswegen, ich denke von Tag zu Tag und bin jetzt einfach auch froh, hier zu sein bei den FC Nürnberg. Apropos Tag zu Tag, in ein paar Tagen steht das Spiel jetzt gegen Braunschweig an. Gib doch mal eine erste Einschätzung zum Gegner. Ja, ist eine sehr robuste Mannschaft, viel auf zweite Bälle, wie halt die zweite Liga einfach abläuft. Ich finde, das wird ein fast identisches Spiel wie gegen Karlsruhe. Und da müssen wir einfach genau die gleichen Basics auf den Platz bringen wie jetzt gegen Karlsruhe. Und ich sage nochmal, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Wir wissen, um was es geht am Wochenende. Du hast das 6-Punkte-Spiel gerade angesprochen. Es wären dann 9 auf Braunschweig, alles natürlich im Konjunktiv. Wie wichtig ist da so ein Spiel gegen einen, ich nenne es jetzt mal direkten Konkurrenten? Ja, enorm wichtig. Wenn wir gewinnen, dann sind wir erstmal 9 Punkte weg von Braunschweig. Das weiß jeder, das wären Big Punkte, Big Points, sage ich mal. Wir wissen auf jeden Fall, um was es geht nochmal. Sehr schön, Tom. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Interview und alles Gute fürs Spiel gegen Braunschweig. Dankeschön.